So, habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und ja, 15.000 Abos, 14 How-To-Teile und wenn du mich fragst, exakt 17.228 Kommentare lang hat's dauert. Aber heute, ja, ich weiß, setze wahrscheinlich meinen Kanal aufs Spiel, aber kostet was will, weil irgendwann kann ich es nicht mehr wegbucken und ignorieren. Und darum heißt es heute How-To-Gosmos. 15.000 und ein paar zerquetschte Spezial. Ja, ich hab mir gedacht, dann tue ich euch heute den langen und oft gewünschten Gefallen, aber warte erst einmal ab. Viele von euch werden ja meinen persönlichen kleinen Zwist oder Konflikt mit der Gosmos kennen und darum fangen wir erst einmal an mit Phase 1. Die unbequeme Wahrheit über die Gosmos. Geh weiter, ich sag's euch aber, sie ist hier einen harten Kern von euch bis daher daheim umeinander prüfen. Birger, aber du magst doch gar kein Gosmos! Was tust du denn? Falsch. Ohne schlechten Wissen mag ich jetzt einfach mal behaupten, ich hab schon mehrere Gosmosen ins Schüssel gespimmt, vielleicht sogar lind geschissen, wie die meisten gesuffen. Aber wurscht, schauen wir uns doch lieber mal so ein Gosmos an, im Detail. Das ist ein hoffentlich meistens gekühltes, erfrischendes, ja, Knierscheinviere hauendes und jetzt kommt's, Bier-Mischgetränk. Mischgetränk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so kommen wir auch direkt zur unbequemen Wahrheit. Jetzt, wenn man sich da einmal die Zeit nimmt, sich hinsetzt, ein wenig drüber sinniert, einmal ein wenig drüber nachdenkt, völlig frei von jedem Vorurteil, ohne zu warten. Als was tatst jetzt du? Ja, du, so wirst jetzt da hockst und den Kasten eingaufst. Ein Radler. Hat er nicht gesagt. Betiteln. Merkst du was? Oder muss ich noch irgendwas sagen dazu? So, je grantiger du jetzt da daheim hockst, wegen dem, was ich gerade gesagt habe, umso unbequemer ist die Wahrheit. Ich habe euch gewarnt. Ob's dir passt oder nicht, denkst du mal drüber nach. So, und bevor du jetzt gespannt, dass dein ganzes Weltbild sich gerade in Luft aufgelöst hat, gehen wir lieber weiter zu Phase 2. Eine handelsübliche Gosmos zum Schustern. Total bockert, kann ich euch jetzt auch nicht da hocken lassen. Darum zeige ich euch freilich, wie du jetzt dein Gosmos zusammenbaust. Zuerst holst du dir einmal einen Maskrug. Wer hätte das gedacht? Im Grunde, scheißegal, wie der ausschaut oder benannt ist, weil sagen wir uns doch einmal ehrlich, noch spätestens der zweiten ist durch dem gemeinen Alkoholkonsumenten von Welt scheißpimmel egal, aus was er es aussauft. Dann packst du zur linken ein dunkles Bier, zur rechten ein Cola und bitteschön ein Coca-Cola und kein Topstar-Scheißdreck vom Aldi oder ein Cola Light oder ein Zero oder sonst Steps. Und in die goldene Mitte haust du einen Kirsch her. Passt, gut gegangen. Dann gehst her und lass das Dunkle erst einmal geschmeidig in der Seite einrennen. Aber so, damit ein wenig Schaumerl entsteht. Und zwar die ganze halbe natürlich. Dann schützt das Cola hinten rein, bis der Maskrug fast voll ist. Und am Schluss haust nach aktuellem Wohlbefinden bzw. körperlichem Verlangen oder Verfassung einen Kirsch hinten rein. Bitteschön, misst ihn nicht mit einem Stempel oder sowas ab. Haut's den einfach rein, wie es euch passt. Und tada! Der Bob süße Alkopop Hami ist fertig. Gosmos, meine ich, natürlich. Weiter zu Phase 3. Der korrekte Gosmos-Konsum. So, da, Phase 2 haben wir gut überstanden und vor uns steht jetzt unser Gosmos. Und selbstverständlich kannst du beim Eisaufen mindestens genauso viele Fehler machen wie beim Maischinger. Und jetzt bei so Wacht. Nimmst deinen bevorzugten, durchtrainierten Ansetzarm und unerwarteterweise den anderen auch. Dann nimmst die Maske mit beiden Händen. Als wärst du quasi noch 4 Jahre alt und kannst deinen Maskrug noch nicht gescheit hin. Nimmst, wenn's pressiert, ein Stückel Anlauf, schützt das weg, haust 2 halbe Vollbier rein und saufst gefälligst nicht. Weil, seien wir uns ehrlich, saufst du bloß ein Gosmos, weil's der Ganze nicht schaffst. Kodex-Eintrag. Ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, sämtliche Biermischgetränke gleichermaßen zu behandeln, ob zum Sageln oder zum Feiern. Andernfalls? Burgfutzengewitter! So, in diesem Sinne und der Hoffnung, dass das keiner bis zum Schluss so geschaut hat, ich geh jetzt ein Vollbier-Squad-Denkmal am Stoppplatz aufstellen. Haut euch rein, habe die Ehre.